so geil, so geil, weil wir haben Spaß am Leben. Gamer sind geil, so geil, weil wir immer Gas geben. Und Gamer sind geil, so geil. Das, meine Lieben, lassen wir uns nicht nehmen. Hallo und willkommen zu PlayX, schön, dass ihr euch wieder reingeklickt habt. In unserer heutigen Folge dreht sich alles um Musikspiele. Und das sind die heutigen Themen. Ultra Star Deluxe, das SingStar für den PC. Gefolgt von Audiosurf, ein Game, worauf sogar der Silver Surfer abfahren würde. Und at last but not least, Threads on Fire, der kostenlose Klon des Guitar Hero. Als erstes kommt ein Spiel für alle Karaoke-Liebhaber vor dem PC. Und nun, Film ab! Ultra Star ist ein Spiel für alle Singvögel, die gerne Karaoke oder auch unter der Dusche singen, aber sich nicht extra eine Konsole kaufen wollen. Hier ist die Lösung für euer Problem. Denn dieses tolle Spiel ist speziell für den PC gemacht. Mit einem im Spiel integrierten Editor könnt ihr euch eure eigenen Lieblingssongs basteln und loslegen. Nun könnt ihr euren Namen eingeben und die eurer Meinung nach passende Schwierigkeitsstufe wählen. Jetzt kommt die Auswahl des Songs. Ihr könnt nur nochmal euren Namen bestätigen und dann geht es los. Nun solltet ihr so nah wie möglich an der vorgegebenen Tonlage sein, um eine super Leistung zu erreichen. Je höher die Schwierigkeitsstufe ist, desto schwieriger ist es auch, die Töne zu treffen. Also, wer den Titel Superstar erreichen will, muss sich anstrengen. Wie man sieht, ist dieses Spiel seinen Mitstreitern von der Konsole sehr ähnlich. Unten kann man anhand des Smileys oder auch anderen Symbolen sehen, in welchem Takt und Rhythmus man das Lied singen muss. Am Ende des Liedes angekommen, werdet ihr nun bewertet. Dies geht vom Anti-Star bis zum Superstar. Kommt ganz auf euer Talent an. Ultra Star beinhaltet natürlich auch einen Party-Modus, falls ihr mal nicht alleine spielen wollt. Hierzu müsst ihr erst ein paar Einstellungen machen, wie zum Beispiel die Anzahl der Spieler oder der Runden. Im nächsten Fenster könnt ihr die verschiedenen Wettstreite sehen. Wer erreicht zum Beispiel als erstes 5000 Punkte oder kann am besten seine Leistung halten? Dann kommt ihr auch hier zur Songwahl. Wenn euch dieser Song nicht gefällt, kann ein Team den Joker spielen und es wird ein anderes per Zufall gewählt. Nun könnt ihr das Lied bestätigen, eure Mikros schnappen und um die Wette singen. Im Optionenmenü könnt ihr verschiedene Sachen einstellen. Zum Beispiel eure Grafik höher oder niedriger stellen, den Ton und das Mikrofon anpassen oder eure Spieleranzahl erhöhen. Außerdem könnt ihr euch hier ein Theme mit passender Schrift auswählen, ganz nach eurem Geschmack. Also im Großen und Ganzen ist dies das Menü, in dem ihr euch euer eigenes Karaoke-Spiel einrichten könnt. Fazit: Dieses Spiel ist auf jeden Fall für alle geeignet, die gerne singen. Egal ob gut oder schlecht. Klar, wer gut singt, bekommt mehr Punkte. Aber es macht ohne Punkte genauso viel Spaß. Vor allem im Party-Modus. Es ist zwar erstmal etwas kompliziert, sich die Songs selbst zu erstellen, aber die Arbeit lohnt sich. Zudem ist es eine Freeware, die man sich jederzeit downloaden kann. Also unserer Meinung nach absolut empfehlenswert. Blix. Lady! Entschuldigung. Und Gentlemen, als nächstes sind wir noch auf das wohl außergewöhnlichste Spiel der Musikspielgeschichte gestoßen, welches wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen. Audiosurf ist wahrscheinlich eines der ungewöhnlichsten Spiele, die Steam bis dato rausgebracht hat. Wir haben dieses Game für euch getestet, mit der Frage im Kopf, ob das Spiel nur gut aussieht oder auch volles Suchtpotenzial hat. Als erstes zum Design. Einfach nur endgeil. Schöne 3D-Grafiken gepaart mit zum Song passenden Effekten. Man könnte schon fast denken, man stehe in einer Galerie für moderne Kunst, wo es unserer Meinung nach auch hingehören würde. Die Spielmechanik ist dabei denkbar einfach. Das Spiel visualisiert einen Song deiner Wahl und wandelt es um in eine dreidimensionale Surfbahn. Wichtig ist hierbei lediglich, dass du diesen Song auf deinem Rechner hast und es in den Formaten MP3, WMA, OGG, FLAC oder iTunes vorliegen hast. Es funktioniert selbstverständlich auch mit deinen Lieblings-CDs. Die Surfbahn richtet sich immer nach dem Sound des Liedes. Umso aggressiver und härter der Song, umso schneller und aggressiver die Strecke.
So ist es dann natürlich auch umgedreht mit langsamer Musik wie Reggae oder Love Songs. Während ihr die Audio-Wave entlang surft, müsst ihr bunte Blöcke einsammeln. Hört sich simpel an, fordert dem Spieler jedoch je nach Song, also zum Beispiel wie bei Gabba oder Death Metal, einiges an Geschicklichkeit ab. Die Klötze liegen in den unterschiedlichsten Farben auf den verschiedenen Fahrspuren der Rennstrecke herum. Drückt ihr die Pfeiltasten oder benutzt die Maus, wechselt euer schwebendes Hovercraft augenblicklich die Spur. Steuerung ist also denkbar einfach. Am unteren Bildschirmrand erleuchten dann Kästchen in den Farben dieser Blöcke. Fügt man so eine Reihe oder bestimmte Formen zusammen, bekommt der Spieler Bonuspunkte gutgeschrieben. Im Multiplayer kannst du mit einem Freund zusammen die Audiowellen absurfen, den gleichen Musikgeschmack vorausgesetzt. Und natürlich unter Berücksichtigung derselben Regeln wie im Single-Modus. Fazit: An sich das wohl genialste Musikspiel neben Threads on Fire und Ultrastar, mit viel Musik-Action und Spaß an der Freude. Nebenbei enthält es unserer Meinung nach einen genauso hohen Suchtfaktor wie Tetris. Yay, wir lieben Tetris. Wir haben es einmal angezockt und wollten nur noch mehr. Der einzige Wermutstropfen ist halt, dass man Steam und eine bestehende Internetverbindung benötigt. Dafür ist das Preis-Leistungs-Verhältnis aber mehr als gerecht. Für rund 7 Euro ein geniales und süchtig machendes Spiel ist wohl nicht zu verachten, oder? Ich lege euch nur noch mal ins Herz, kauft dieses Spiel. In Threads on Fire setzt man nicht die Gitarre, sondern die Tastatur in Brand. In diesem kostenlosen Guitar Hero Verschnitt für den PC muss man das Haus einfach richtig abrocken. Und jetzt lass uns mal ordentlich in die Tasten hauen. Threads on Fire ist ein kostenloser Guitar Hero Klon, der statt mit einer platzraubenden und teuren Plastikgitarre mit der heimischen Computertastatur gespielt wird. Ziel des Spiels ist es, heranflitzende Noten im Takt zu treffen. Desto besser man das macht, desto höher wird die Punktzahl und für eine Notenserie gibt es noch einen Multiplikator. Wer nicht zu ungeschickt ist, darf sich in der Highscore-Liste verewigen und bei besonders hohen Punktzahlen sogar in einer Weltrangliste im Internet. In Threads on Fire werden die F-Tasten sowie die Enter-Taste zu einem virtuellen Griffbrett umfunktioniert. Jeder Song lässt sich in unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen spielen. Von 4 F-Tasten und einzelnen Tönen über ganze Akkorde bis hin zu 5 Tasten. Für Anfänger gibt es zudem noch ein Tutorial, das bei der zuerst etwas gewöhnungsbedürftigen Steuerung auf der PC-Tastatur hilft. Im Spiel sind bereits 3 Songs integriert. Das Spiel besitzt auch einen eigenen Editor, mit dem man seine Songs selbst machen kann oder die bereits vorhandenen bearbeitet. Zudem kann man sich auch viele Titel aus dem Internet laden. Fazit: Das kostenlose Threads on Fire verspricht Rockfeeling pur und steht bis auf die Grafik Guitar Hero in nichts nach und verspricht unterhaltsame Stunden. Um sich auch wie ein Rockstar zu fühlen, sollte man die PC-Tastatur unbedingt, wie im Spiel beschrieben, in die Hand nehmen. Das Spielen auf den F-Tasten entpuppt sich ansonsten schnell zu einer recht krampfigen Angelegenheit. Super Rocker, das hat total gerockt! Papa will Flosse. Kopfnuss? Cool! Traurig, aber auch nicht ganz unerwartet sind wir am Ende der zweiten Folge angelangt. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr klickt euch auch in die nächste Folge. Blix. Gamer sind geil, weil wir haben Spaß am Leben. Gamer sind geil, weil wir immer Gas